Naja, über das Küssen sind die Ansichten geteilt. Also ich persönlich, ich bin folgender Meinung. Ein Kuss mit den Lippen und nicht mit dem Herzen geküsst, ist ein Kuss, den man besser vergisst. Den nimmt man doch nicht ernst. Ein Kuss, den man gibt und an den man schon morgen nicht denkt, ist ein Kuss, den man besser nicht schenkt. Den nimmt man doch nicht ernst. Nur wenn man liebt, ist ein Kuss sehr gefährlich. Denn fängt man an, küsst man dann unaufhörlich. Ein Kuss mit den Lippen und nicht mit dem Herzen geküsst, ist ein Kuss, der so unwichtig ist. Den nimmt man doch nicht ernst. Ich warte auf die sogenannte Eine, auf die Eine, bei der man bleibt. Und inzwischen trifft sich manche Kleine, die Wartezeit nett vertreibt. Bin ich deshalb wirklich ein Hallodri? Ach wo? Aber wo? Schließlich bin ich doch ein Mann. Und ein Busserl dann und wann das entrutscht da oft nur so. Aber ein Kuss mit den Lippen und nicht mit dem Herzen geküsst, das ist ein Kuss, den man besser vergisst. Na, den nimmt man doch nicht ernst. So ein Kuss, den man gibt und an den man schon morgen nicht denkt, das ist ein Kuss, das ist gar nichts. Den nimmt man doch nicht ernst. Nur wenn man liebt, oje, 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 dann ist ein Kuss so gefährlich, da fängt man an und dann küsst man unaufhörlich. Ich kenn das, ich kenn das, ich kenn das. Ein Kuss mit den Lippen und nicht mit dem Herzen geküsst, ist ein Kuss, der so unwichtig ist, den nimmt man doch nicht ernst.